So Leute, wir sind wieder dabei. Let's play Pokémon Silber Together. Wir sind hier ein kleines Stückchen südlich von Lavandia, wenn ich das richtig sehe. Die Musik wird es gleich sagen. Ja, gute alte Lavandia-Musik. Ich mag sie. Auch wenn sie hier schon wesentlich harmloser ist als in Spielen der ersten Gen. Naja. Ich gehe erstmal eine Runde ins Pokémon Center. Und ich möchte meine Pokémon heilen. So. Wen haben wir denn eigentlich gerade vorne? Scarabou. Ja, das passt. So. Dann steigen wir doch mal auf unser kleines Fahrrad. Ich weiß nämlich, dass der Don beim letzten Mal hier unten noch ein klein wenig was ausgelassen hat. Hier können wir noch ein paar kleine Trainer verkloppen. Die würde ich gerne noch mitnehmen. Du sagst genauso viel wie Rot. Ich mag dich. Psycho Marcel. Da kämpfe ich gegen Don Marcis Namensvetter. Wenn wir hier schon mal ein Obei gegen uns haben, können wir auch mal wieder die Zornklinge auspacken. Sehr effektiv, machst mir ganz 20 KP Schaden. Ich bin sehr beeindruckt von dir. So, was kommt jetzt? Noch ein Obei. Ja, nur dass die Zornklinge mittlerweile bei Stärke 40 ist und dich damit schon auf jeden Fall one-hitted. Weil sie dir damit schon 160 Schaden macht. Wegen deiner super tollen Doppelschwäche gegen Käferattacken. Und ein Kokowai. Ja, du kriegst die 80er ab. Schade, dass du jetzt kein weiteres mehr hast. Die nächste hätte 160 gemacht. Aber ist egal, es reicht für einen One-Hit. Und fast für ein Level-Up. Und wir haben Psycho Marcel besiegt. So, was haben wir denn hier? Ein Beleber. Den können wir doch immer mal brauchen. Und wir haben hier eine Beere. So, schauen wir mal. Was haben wir denn hier alles? Trainer, bei Pokémon wird nicht gemogelt. Immer fair spielen. Ja, das ist ein sehr guter Ansatz. Habt ihr gehört, Kinder? Nicht cheaten. Der Teenager Frieda befiehlt es euch. Weil der Teenager Frieda hat ein Fukano. Wenn ihr nicht auf ihn hört, dann macht das Fukano euch kaputt und so. Da hat es gerade nicht mehr gereicht. Und er haut mit Silberblick daneben. Das muss man ja auch mal irgendwie schaffen. Hier kriegst du noch einen kleinen Rock Smash. Und es reicht natürlich genau nicht aus, dass Scarabou Level 42 wird. Huch, wie konnte das passieren? Auf jeden Fall nicht dadurch, dass ich gecheatet habe. Hier ist nix. Hier unten ist gar nix. Hier haben wir noch einen Trainer. Es juckt und sticht, wenn ich mit meinen Shorts durchs Gras laufe. Ja, wundert's dich? Solltest vielleicht mal nach Zecken suchen. Teenager Werner. Mit einem Sandama. Ich habe ja auch einen Sandama, aber meins ist viel cooler als deins. Meins hat ja auch einen coolen Spitznamen. Die Hornattacke wird... okay, ich hätte zwar eigentlich gedacht, dass sie zumindest die Hälfte macht, aber... anscheinend nicht. Komm, mach einen Crit. Sternschauer. Oh mein Gott, nein, bitte nicht. Hilfe, hat uns unter 100 KP gebracht. Wir sind sowas von tot. Scarabou erreicht Level 42. 130 Angriff hat er jetzt schon. Und hier kommt ein X-Bad. Ja, da möchte ich wechseln.
Esther, du darfst mal, weil bei dir, du bist der Einzige, bei dem ich mir vorstellen kann, dass du ein X-Bad überholen kannst. Außer vielleicht Jenny mit der Flinkklaue. Aber bei Esther ist das Ganze ein wenig sicherer. Da sind nur 20 Basepunkte zwischen den Init-Werten. So. Wen werfen wir denn jetzt nach vorne? Lykia darf mal wieder. Hier haben wir noch einen. Ich kann es sehen. Ich kann alles über dich sehen. Okay, was ist meine Lieblingsfarbe? Falsche Antwort. Xatu. Komm, du kriegst einen Body Slam. Schnabel. Sehr effektiv, ja, aber... Dafür müsstest du schon ein paar härtere Attacken ausfahren, um mich beeindrucken zu können. Deine Stärke konnte ich nicht sehen. Ah ja, meine Stärke ist aber auch unter alles mit eingeschlossen. Wir sind hier wieder in Orania City, aber wir können da nicht hin, weil Relaxo liegt im Weg. Das Relaxo, das wir früher oder später sowieso noch fangen werden, weil das Viech trägt die Überreste. Also dann, zurück nach Lavandia. Okay, hier haben wir jetzt auch nicht allzu viel zu tun. Gibt's hier oben Richtung Felstunnel noch ein paar Trainer? Ja. Du magst Pokémon, nicht wahr? Ich auch. Pokéfan Winfried. Mit einem Moorlord. Super. Finde ich super toll, dass du einen Moorlord hast. Lykia mag Moorlords. Moorlords haben so eine wunderbare Doppelschwäche gegen Pflanzenattacken. Das ist zugegebenermaßen zwar ihre einzige Schwäche, die sie haben, aber... Man sollte sich mit einem Moorlord nicht gegen Pflanzen-Pokémon aufmucken. Da lacht er. Wieso lachst du? Gleich lachst du nicht mehr, das sage ich dir jetzt schon. Wanderer Wilhelm. Mit einem Macho-Mai. Sogar Level 35, das ist sogar mal... was halbwegs Bedrohliches. Aber Rückkehr macht wieder einen Volltreffer, das ist sehr schön. Hat man ja eine 25%ige Crit-Chance mit dem Rasierblatt. Ist ja in Generation 2 und 3 noch so, dass die Crit-Chance von Volltreffer erhöhten Attacken noch bei 25% liegt, weil die da ist die Volltrefferquote um 2 Stufen erhöht. Und Angler Alfred ruft schon wieder an. Er will schon wieder kämpfen. Okay. Aber ich glaube, ich mache jetzt mal etwas, das uns, was Fliegi sonst immer gemacht hat. Jetzt ruft uns kein Angler Alfred mehr an. So. Durch den Felstunnel möchte ich nicht gehen. Der ist mir ein bisschen zu anstrengend jetzt. Vor allem, weil ich gerade nichts mit Blitz dabei habe. Hier ist ein Bärenbaum. Eine Antipaarbeere. Wären wir in einer späteren Generation, würde sie jetzt Amrena-Beere heißen. Naja, das Kraftwerk mit dem tollen Stromausfall. Weswegen wir hier in Kanto auch kein Radio hören können. Wenn wir das Radio jemals benutzen würden. Das wir ja bald mal machen müssen. Ein Magnetilo haben wir hier jetzt. Volltreffer. Rückkehr, du bist heute super dabei mit deinen Volltreffern. Gefällt mir.
Dafür kriegst du auch einen schönen Level Up. Die Verteidigungswerte sind schon beide über 100. Und noch ein Magnetilo. Ja, ich möchte wechseln. Und zwar auf Jenny. Spike könnte das Ganze jetzt mal noch besser, aber Jenny hat ja auch diesen wunderbaren Feuerschlag. So, was kommt jetzt noch? Noch ein Magnetilo. Nicht mal ein Magneton hast du. Was bist denn du für einer? Hier, kriegst noch mal einen Feuerschlag. Jetzt lass mich in Ruhe. Wobei, vorher gibt's mir noch deine EP. Auch wenn es noch so wenig sind. Verschwende keinen Strom. Habe ich nicht gemacht. Wie funktioniert der Magnetzug? Wie wär's mit Magneten? Streber Thorsten möchte kämpfen. Und du hast einen Slimer. Oh, und ich habe immer noch Rückkehr vorne. Na gut. Dann kriegst du jetzt erstmal einen Body Slam. Und du bist paralysiert. Und du machst Komprimator. Juhu. Setzt eine der zwei verbotenen Attacken ein und es bringt dir gar nichts, weil ich dich trotzdem treffe. Slimog, ja, ich möchte wechseln. Das ist ein Job für Spike. Slimog ist in der Spätzdef ein bisschen zu gut für Erster. Der könnte es zwar auch, also ich weiß nicht, ob er es One-Hitten könnte, aber Two-Hit wäre auf jeden Fall drin. Aber bei Spike traue ich einen One-Hit hier zu. Auch wenn Slimog in der physischen Def auch noch relativ stark ist. Ich möchte nur den Magnetzug sehen. Ja, dann schau ihn dir doch an. Was hindert dich daran? So, hier haben wir noch ein paar Biker. Ich möchte hier nur mal Esther nach vorne tun, weil die haben mit großer Wahrscheinlichkeit Gift-Pokémon dabei. Wir sind die Pokémon-Trainer-Gilde aus Kanto und nimm dich in Acht. Biker Egidius möchte kämpfen mit einem Smagon. Hier kriegst du einen Psystrahl. Und da geht er down. Und Esther kriegt EP. Und da kommt noch ein Smagon. Gehst genauso schnell down wie dein Kollege. Wieso habt ihr Trainer eigentlich immer so viele gleiche Pokémon im Team? Ich meine, wenn ihr irgendjemanden begegnet, der das eine Pokémon kontert, dann habt ihr so oder so keine Chance. So, der Biker Gaston. Du hast ein Flamara. Evolution Battle. Ist jetzt die Frage, ob es nicht fast schlauer wäre, auf den physisch drauf zu hauen. Ich gebe ihm mal einen Spukball. Weil Flamara ist in der Spätzdef ziemlich stark. Aber ich probiere jetzt einfach mal, ob ein Psystrahl genauso viel oder mehr abziehen würde. Ja, anscheinend. Auf jeden Fall gab es eine Menge EP, danke dafür. Und wir repräsentieren die Pokémon-Trainer-Gilde aus Kanto. Hier kommst du unter die Räder. Also unter eure Räder komme ich nicht, Biker Elert. Da
Dafür müsstet ihr mal ein paar härtere Geschütze als Smogons auffahren. So, und Level Up. Jawohl, Level Up. Nicht mehr lange und Esther lernt Psychokinese, wollte ich gerade sagen, aber jetzt lernt er erstmal Psycho Plus. Und nein, du sollst Psycho Plus nicht lernen. Psycho Plus ist schlecht. Spiel eh keiner. Da kommt noch ein Smogon. Haben wir noch irgendwas auf Level 41? Ja, Jenny, du darfst den Rest mal aufräumen hier. So, Esther lernt auf jeden Fall irgendwo vor Level 50 auf jeden Fall noch die Psychokinese. Das weiß ich. So, da gibt es 708 EP für Jenny und noch ein Smogon. Nein, ich möchte nicht wechseln. Solange wir hier schön mit speziellen Attacken draufhauen können, habe ich von Smogon eigentlich keine große Angst. Und wer sich jetzt wundert, warum ich spezielle Attacken sage und Donnerschlag einsetze, in Generation 2 waren alle Elektroattacken noch speziell, egal welche. Lichtschild. Nein. Jenny, du brauchst kein Lichtschild. Du bist zu gut für Lichtschild. So, wer will das nächste Smogon? Fliegi, du da warst heute noch gar nicht. Du warst heute noch gar nicht dran. Du darfst auch mal wieder. Und zwar mit Psychokinese. Super effective. Und der Biker Eliad wurde besiegt. So, deine Entschuldigung kannst du dir sonst wohin stecken. Wir gehen jetzt. Hier müsste es dann noch weitergehen, ne? Genau. Wir gehen jetzt nach Azuria City. Hier erstmal wieder schön ins Pokémon Center. So, jetzt weiß ich gerade nicht. Ich glaube, wir müssen erstmal einen kleinen Ausflug zum Kraftwerk machen. Wenn ich mich jetzt recht entsinne. Darum. Gut, dass ich weiß, dass Don Marcy mittlerweile Scarabu den Zerschneider beigebracht hat. So. Ach, haben wir was mit Surfer dabei? Ich glaube nicht. Kann eigentlich irgendwas in unserem Team Surfer lernen? Fliegi. Soll ich ihm einen Eissturm dafür wegmachen? Ich meine, Surfer ist eine geile Attacke. Haben wir noch irgendwelche Drachen-Pokémon, die wir ausschalten müssen in naher Zukunft? Ich glaube nicht, dass den Eissturm haben wir ihm ja nur beigebracht, damit er das gegen Siegfrieds Drachen-Pokémon hat. Ja, machen wir den Eissturm weg, dann hat er sowieso schon ziemlich guten Movepool. So. Die Trainerin hier mache ich noch. Und dann. Wobei, je nachdem wie viel Zeit ich dann noch habe, aber ich glaube, ich bin gerade bei 19 Minuten irgendwas und. So, was ist jetzt noch? Ein Raichu. Ja, dann möchte ich wechseln. Spike, das ist was für dich.
Raichu ist toll. Hier, kriegst ein Erdbeben. Was? Spike ist schneller? Also, ich möchte hier mal diesen Vergleich ziehen. Raichu Space Init ist in Generation 2 noch auf 100. Der von Sandama ist bei 50. Gut, da waren 8 Level dazwischen, aber 8 Level machen keine 50 Base Init aus. So. Ich lass den Don jetzt einfach mal hier raus. Oder wobei. Ja, ich lass ihn hier raus. Ich werde ihm sagen, dass wir dann Richtung Kraftwerk unterwegs sind und dann, ja. Ja, der Rest wird sich dann von selbst erledigen. Dann müssen wir ein bisschen Zeug in der Zuria City machen, den letzten Team Rocket Rüpel im Spiel verprügeln und dann können wir irgendwann Misty machen. Also, wir sehen uns dann im übernächsten Part. Den nächsten seht ihr dann wieder mit Don Marcy. Ich sage dann mal ciao, haut rein, bis zum übernächsten Mal. Macht's gut!